Moin Moin, hier ist wieder angesagt. Extra für euch sind wir wieder durch die Gegend gefahren und haben geguckt, was im Sendegebiet so los ist. Ja, und in Vechta, mit Vechta fange ich mal an. Und zwar ganz wichtig: Sozialkapital und Großinvestitionen in Sambia. Das ist ein Gastvortrag von Professor Dr. Menush Kadjavi von der Universität Kiel. Und zwar, ich lese mal vor, am Mittwoch, den 14. Dezember, jetzt wisst ihr das auch, lädt der Studiengang Management sozialer Dienstleistungen alle Interessierten zu einem Gastvortrag. Der Wirtschaftsethiker Professor Dr. Menush Kadjavi von der Universität Kiel referiert über Sozialkapital und Großinvestitionen in Sambia. Beginn ist um 18 Uhr im Raum R002 an der Driverstraße 23. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Ja, und hier ist noch was von der Uni Vechta, und zwar, man möchte gerne mal studieren, vor allen Dingen als Abiturient. Man weiß aber gar nicht, was soll man überhaupt studieren. In diesem riesen Studiendschungel findet man sich gar nicht zurecht. Ja, und da bietet die Universität Vechta was an. Ich lese mal vor: Was will ich studieren? Was passt zu mir? Wie stelle ich mir meine berufliche Zukunft vor? Für diejenigen, die ein Studium in Betracht ziehen, aber noch nicht wissen, was sie studieren sollen, bietet die zentrale Studienberatung der Universität Vechta in den Weihnachtsferien am Donnerstag, den 5. Januar 2017, den Orientierungsworkshop Deine Zukunft an. Siehste, klingt doch interessant. Der Workshop richtet sich speziell an Abiturienten, die eine Orientierung im Dschungel der Studienmöglichkeiten suchen, aber auch an alle anderen Studieninteressierten. Bye bye, Daddy Cool. Wer kennt sie nicht? Boney M. Daddy Cool. Und das ist ein Boney M. Musical. Ja, da müsste man doch gleich mal hin. Und zwar findet das statt in Oldenburg in der Weser-Ems-Halle. Und zwar am Mittwoch, den 22. Februar 2017 um 20 Uhr. Ist noch ein bisschen hin, aber schon mal merken. Ja, und jetzt mal zwei Meldungen aus Kloppenburg, und zwar von der Stadthalle Kloppenburg. Und zwar findet da ein Gastspiel des Unsorgtheaters statt. Ja, für alle Plattdeutsch-Interessierten. Jo, also am Freitag, den 13. Januar 2017 um 20 Uhr. Und zwar, das Stück läuft Barfout mit an Hals. Jo, 13. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Kloppenburg. So, das war das eine. Und die Band Godewind, sehr weit bekannt, gibt ein Weihnachtskonzert in der Stadthalle Kloppenburg. Und zwar, die Band gastiert mit ihrem Weihnachtskonzert in der Stadthalle Kloppenburg ein Muss für alle Freunde der plattdeutschen Musik. Am Samstag, den 10. Dezember 2016 um 20 Uhr. Ja, und jetzt kommt der Osnabrücker Block, worauf ihr wahrscheinlich schon gewartet habt. Und zwar, die Stadt Osnabrück bietet an Weihnachten zwischen Himmel und Unterwelt. Na, also das klingt ja schon mal ganz mysteriös. Wollen wir mal gucken. Zauberhaftes Familienwochenende für Groß und Klein im Museum am Schölerberg. Ich lese mal vor. Für ein weihnachtliches Familienwochenende öffnet das Museum am Schölerberg am 10. und 11. Dezember seine Pforten. Auf dem Programm stehen am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr tolle Mitmachangebote für Kinder sowie Besinnliches und Bemerkenswertes von der Unterwelt bis zu den Sternen. Na, das klingt doch schön. Das nächste ist Schönes aus Papier. Die Reihe Montags um 4, die haben wir schon häufig genannt, die Reihe Montags um 4 in der Stadtbibliothek Osnabrück. Wie wäre es mit einer kleinen Silvesterüberraschung, steht hier. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Montags um 4 können Besucher unter Anleitung von Gesa Meyer am 19. Dezember um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Osnabrück Dekorationen für die Silvesterparty sowie ein besonderes Neujahrspräsent herstellen. Das Material wird von der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt und der Eintritt ist frei. So, nur ein noch. So, 1, 2, 3, Kamishibai und Weihnachten nach Mars. Die Stadtbibliothek Osnabrück lädt am Dienstag, den 20. Dezember, Kinder zwischen 3 und 6 Jahren in ihren Kinder- und Jugendbereich ein. Gezeigt wird das Bilderbuch Weihnachten nach Mars von Birdie Black und Rosalind Birchow. Ja, und das war der Osnabrücker Block. Ja, und hier eine Meldung aus Oldenburg. Ihr wisst ja, das haben wir schon mal
genannt. Es gibt ja die Aktion Weihnachten im Schuhkarton und da wird jetzt nochmal zu aufgerufen. Bürgerinnen und Bürger beschenken Flüchtlingskinder zu Weihnachten. Wer sich an der von der Stadt organisierten Aktion Weihnachten im Schuhkarton, jetzt kommt das nochmal, für Flüchtlinge beteiligen möchte, hat noch bis Donnerstag, den 15. Dezember, die Möglichkeit, einen Schuhkarton weihnachtlich verpackt mit schönen und nützlichen Dingen zu befüllen. Ja, anders als im letzten Jahr allerdings erhalten nur Kinder einen gefüllten Schuhkarton. Ja, da kann man Kleidung, Mützen, Schals oder Handschuhe oder original verpackte Süßigkeiten, Mal- oder Bastelmaterialien oder einen persönlichen Gruß reinpacken. Ja, also bis 15. September, Dezember dann an dieser Aktion teilnehmen. Lummerland Hauptbahnhof. Wer kennt ihn nicht? Lukas und Jim Knopf und die Lokomotive Emma Düt. Tja, und Jim Knopf und Lukas gehen mit Lok Emma auf die Reise. Kulturring lädt zum Kindertheater in die Aula der Oberschule Dinklage ein. Der Kartenverkauf beginnt. Ich lese mal vor. Der Bürger- und Kulturring Stadt Dinklage lädt für den 15. Januar 2017, jetzt wisst ihr das auch, das ist ein Sonntag, alle Kleinen und Großen zum Kindertheaterstück Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, in die große Aula der Oberschule Dinklage ein. So, jetzt wollt ihr was von den Karten wissen. Karten, Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro, bei Emily Greschner, Telefon 04443, das ist Dinklage 2076 oder kulturring.dinklage@gmail.com. In Bildern wird das Echo der Natur sichtbar. Schwestern auf der Burg Dinklage laden Markus Tepe zur Ausstellung im Klostercafé ein. Eine besondere Auswahl. Es sind gleichermaßen Miniaturen, in denen der Maler die Quintessenz seiner Eindrücke verdichtet. Zu sehen sind Aquarelle sowie Werke in Öl und Acryl. Ja, Markus Tepe, der Maler. Und jetzt wollt ihr wissen, wann könnt ihr euch diese Ausstellung angucken? Und zwar bei der Burg Dinklage ist das. Und die Öffnungszeiten jeden Samstag und Sonntag von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Ja, und jetzt mal was aus Lohne. Und zwar gibt es da eine Weihnachtsbäckerei und Musik im Museum. Jo, mit Clemens Willenbrink und ab 17 Uhr ein kleines Konzert mit plattdeutschen Weihnachtsliedern, auch zum Mitsingen mit dem Brägeler Liederkreis Singmantau. Ja, das klingt gut. Im Industriemuseum Lohne. Informationen unter industriemuseum-lohne.de. Ja, und wann, wo wisst ihr jetzt, aber wann? Am 18.12.2016 von 14 bis 18 Uhr. Jo, Ingmar Stadelmann kommt nach Vechta. Und zwar heute Show, Satiregipfel, Deutschland tanzt. Ingmar Stadelmann, der Mann mit seinem neuen Programm Humorphob, also feindlich gegen Humor, ja, toll, ist der Kämpfer gegen Humorlosigkeit für den Wahnsinn am 16. Dezember, freitags ist das, um 20 Uhr im Metropol Theater in Vechta zu sehen. Die Karten für 19 Euro sind im Kulturbüro der Stadt Vechta, Burgstraße 6 oder unter www.vechta.de erhältlich. So, und jetzt noch was in eigener Sache. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen gesehen, dass der Weihnachtsmann wieder unterwegs gewesen ist. Und der gehörte auch zu Regio TV. Und dieser Weihnachtsmann, der wird am 17.12., das ist ein Samstag, das ist der Samstag vor dem 4. Advent, in Vechta auf dem Weihnachtsmarkt Geschenke verteilen. Da müsst ihr da, ich glaube, ein Gedicht vortragen oder eine Geschichte erzählen oder ein Lied singen und dann gibt es Geschenke. Ja, 17.12. Weihnachtsmarkt. Ja, eine Meldung aus Lohne habe ich noch. Es findet ein Weihnachtssingen Sportler gegen Hunger statt. Und zwar ist das ein traditionelles Weihnachtssingen auf dem Marktplatz für den guten Zweck. Wo ist das? Am Marktplatz vor dem Haus Uppmoor. Wann ist das? Am 23.12.2016 um 18 Uhr. Verantwortlich sind die Basketballer der Magic Lions Lohne. Ja, und das war's schon wieder für diese Woche von uns. Hallo liebe OV-Freunde,
Heute sind wir mal bei uns im Kühlraum und ich nehme einfach mal mit und zeige euch mal, wie kalt das hier ist und was wir hier alles für schöne Sachen drin haben. Kommt mal mit. Ja, wir sind hier im Kühlraum und Kühlraum sagt der Name ja schon, haben hier plus 2 Grad und wir haben jetzt hier heute Morgen schon ein paar Rouladen gedreht, die wir auch hinterher rausgehen. Hier ist ein schönes Rostbeef mit ein schönes Entrecot und das werden wir jetzt diese Woche auch noch wegbraten. Und hier im Kühlraum ist immer sehr viel Aktion, sehr viele Sachen, alles was im Service läuft, im Party-Service, im Restaurant, das wird hier alles gelagert. Und jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, ist natürlich jetzt hier Hochbetrieb in diesem Raum. Hier laufen von allen Seiten, wird reingebracht und wieder rausgebracht, sodass dieser Raum hier wirklich permanent von allen möglichen Leuten begangen wird. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine besinnliche Weihnachtszeit. Das heißt, sagt man immer so einfach besinnliche Weihnachtszeit, aber ich meine es aber wirklich. Nehmt euch einfach mal bewusst zurück. Nehmt nicht jeden Adventsmarkt mit, sondern jeden zweiten vielleicht mal. Und gönnt euch mal ein bisschen Auszeit, ein bisschen Ruhe und kommt mal zur Besinnung. Und dann wünsche ich euch, dann wird das Weihnachtsfest garantiert viel, viel schöner. Und das wünsche ich euch. Man sieht sich. Hallo und herzlich willkommen hier beim Art Club. Ich habe gleich einen Gast bei mir und der hat mir schon mal einen Flyer gegeben und den lese ich euch mal vor. Mal traditionell, mal das Gegenteil, aber immer ich. Mit ganz wunderbaren Musikern aus dem ganzen Land. Ein bisschen Jazz, ein bisschen Blues, ein bisschen Soul. Mein Weihnachten, meine Lieder, meine Geschichten. Entstanden ist all das für meinen Papa. Teilen möchte ich es gern mit euch allen. Kommt zur Ruhe, lest meine persönlichen Weihnachtserinnerungen, probiert vielleicht eins der Rezepte aus und hört meine Interpretation der liebsten Weihnachtsklassiker vom ganzen Herzen, ehrlich ich. Ja, und neben mir sitzt die Heike Bruns. Hallo Heike. Hallo Tommy. Moin. 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 Heike, vom ganzen Herzen, ehrlich ich, schreibst du hier verschiedene Weihnachtserinnerungen. Ich habe mir das ganze Booklet mal durchgelesen. Da war ja vieles, was du da geschrieben hast, von deinem Vater, von der jetzigen Familie. Du hast ein bisschen was über Rezepte geschrieben. Was meinst du, was sollen wir jetzt erstmal besprechen? Vielleicht ist die Idee ganz gut, wie das alles entstanden ist. Das war so, dass mein Papa irgendwann gesagt hat, Mensch Mädchen, willst du nicht mal für mich eine kleine CD aufnehmen, damit ich was für mich zu Hause habe, und da ich ein Papa-Kind bin durch und durch, habe ich gesagt, gut, wenn Papa sich das wünscht, dann fange ich mal an. Und es war am 4. Januar dieses Jahr, als er mich das gefragt hat, und dann haben wir angefangen zu überlegen, wie könnte das aussehen, wird es groß, wird es klein, und so kam eigentlich alles dazu, dass wir gesagt haben, die Musik alleine, die reicht nicht, die reicht mir nicht aus, ich möchte noch ein bisschen mehr geben. Und dann bin ich einfach mal angefangen und habe aufgeschrieben, wie ich Weihnachten früher erlebt habe. Ach so, du hast noch gar nicht zuerst die Musiker zusammengetrommelt, sondern du hast erst mal überlegt, wie baust du die ganze Geschichte auf, oder? Ja, es war so ein bisschen, sich damit zu beschäftigen, wenn ich das für Papa mache. Und dann habe ich es einfach mal wirken lassen. Und dann kamen automatisch die Erinnerungen, wie das gewesen ist. Und dann musste ich das einfach auch ein bisschen aufschreiben. Und dadurch ist das dann so entstanden. Ich bin angefangen und dann floss es eigentlich nur so und es hat sich alles so ergeben und von ganzem Herzen, ehrlich ich, es sind wirklich meine Geschichten, es ist alles so, wie ich es erlebt habe, genauso habe ich es aufgeschrieben. Ja, du schreibst es ja auch sehr ungeschminkt, also sehr, ja. Sehr, aber auch sehr berührend, also waren sehr viele herzliche Texte, so wie du auch von deinem Papa gesprochen hast, also mich hat er schon bewegt, also da war so leicht auch schon mal so ein kleines Tränchen im Auge bei mir und das hat mir schon gefallen. Ja, also das freut mich, das ist so, es ist natürlich schön, wenn es andere berührt, andererseits, es ist wirklich ungeschminkt, gefällt mir, es ist genau so ungeschminkt aufgeschrieben, so wie ich es erlebt habe, ob er abends da wirklich gesessen hat und aus der Werkstatt kam und mir noch eben eine Geschichte vorgelesen hat. Die Weihnachtssoße, die er an Heiligabend jedes Jahr kocht, auch dieses Jahr noch. Und ja, es kam einfach so alles. Es ist wirklich ungeschminkt und es von ganzem Herzen, ehrlich ich, das passt eigentlich sehr gut. Das trifft es sehr.
Wie bist du dann zu deiner Musik dann dazu gekommen? Wie hat sich das abgespielt? Hast du das mit anderen, mit deinem Papa mal besprochen? Oder denn du hast auf deinem Kärtchen, schreibst du ja auf deinem Flyer mal traditionell mal das Gegenteil, und in deiner CD sind ja zwei CDs, zwei ganz unterschiedliche CDs. Ja, es sollte, also Papa hat sich, glaube ich, vorgestellt, dass es traditionell wird und mal eben. Und mal eben kann ich nicht. Und mal eben ist auch für mich nicht gut. Das ist immer alles mit Liebe, das ist durchdacht. Und es kam dann irgendwann dazu, als ich dann mich entschieden hatte, das mit dem Produzenten, mit Uwe Bier zu machen. Dann hatte er dann die Idee und sagte, wir machen das mal so ein bisschen anders. Dann gab es so ein Zwiegespräch, weil ich gedacht habe, traditionell und mal anders ist schwierig bei Weihnachtsliedern. Aber Gott sei Dank habe ich in Uwe jemanden gefunden, der gesagt hat, ich habe da eine Idee. Wie ist die Verbindung zu dem Uwe entstanden? Kanntest du ihn von früher schon oder hast du ihn aufgesucht oder wie bist du an den Uwe gekommen? Ich habe mit Uwe 2007 meine erste CD aufgenommen, My Way. Und ja, wir kannten uns vom Musikmachen. Ich habe früher viel Musik gemacht, in verschiedenen Bands gesungen und daher kannte man sich einfach. Und ja, ich weiß, dass Uwe sehr, sehr anspruchsvoll ist und es hat auch nicht immer Spaß gemacht. Es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und ich bin auch nicht immer fröhlich pfeifend dahin gegangen. Es war schon so, dass der wirklich alles gefordert hat und auch schon mal gesagt hat, das machen wir so nicht. Auch wenn es sehr anstrengend war, und hat gesagt, ich weiß, du kannst das besser. Und ja, es war schon sehr anstrengend Uwe ist ja auch über weite Grenzen bekannt. Ich hatte selber mal das Vergnügen, mit ihm damals Musik zu machen. Aber jetzt mal auf die anderen Musiker, die ja bei der CD mitgewirkt haben. Hat Uwe die dann angesprochen oder hast du die gesucht? Oder wie ist das dann gelaufen? Also ich kenne natürlich schon gute Musiker, mit denen ich mir das hätte vorstellen können. Aber da war Uwe schon derjenige, der gesagt hat, ich lass mich das mal machen. Ich kenne die ganz gut, ich frage die mal, ob die Zeit haben. Und dann waren es eben einige aus Hannover, einige aus Bremen. Und das ist also schon weit über die Grenzen dann hinausgegangen. Es ist nicht im Landkreis hier gewesen, nein. Ach so, ja, das hätte ja sein können. Deswegen, einige Namen waren mir nicht bekannt, die ich auf dem Booklet da gesehen habe. Aber so klingende Namen wie Heere Junker. Oder Würdemann, der Herr Würdemann von der Kreismusikschule. Ja, Frechter. Genau. Das sind natürlich dann hochdotierte Kräfte. Ne? Da hast du richtig tolle Musiker am Start gehabt. Ja, da bin ich auch sehr froh. Und ich finde auch, man hört es auch. Das ist also nicht so mal eben, dass mein Nachbar, der kann Gitarre spielen, oder ich kenne jemanden, was kann, wie das oft so ist. Und das heißt ja auch nicht, dass die schlecht machen, aber das sind schon, ja, das ist schon erste Sahne, was dabei ist. Ja, das hört man ja auch auf den Aufnahmen. Schön, danke, das freut mich. Und Uwe Bier hat dann die ganzen Arrangements gemacht, oder wie ist das dann gelaufen? Ja, genau, er hatte die Idee und so man hat gemerkt, es ging schon los in seinem Kopf. Er sagt, das können wir so machen oder so, oder ich habe da eine Idee, oder wir machen das ein bisschen amerikanisch. Und weil ich sehr am Zweifeln war, ob man sich an die klassischen deutschen Weihnachtslieder heranwagen darf, ob man die verändern darf. Aber das ist alles seine Sache gewesen. Er hat gemacht, er hat arrangiert. Und genauso wie man es hört, genauso ist das zu 100% aus seiner Feder, aus seinen Händen. Ja, und das hört sich entstanden. Ja auch entsprechend gut an. Ja, also man kann die CD ja auch weiterempfehlen. Ne? Ja, also danke. Wirklich, ich finde auch. Gut. Ja, wollen wir nicht mal einfach ein Lied singen? Ja, sehr gerne. Bringende Weihnachtszeit.
Heike, du hast in deinem Booklet viele, viele Geschichten aufgeschrieben, Vergangenheitsgeschichten, Geschichten von heute und natürlich auch einige Rezepte drin veröffentlicht. Was erscheint dir von den Vergangenheitsgeschichten die wichtigste zu sein? Die wichtigste und, glaube ich, gleichzeitig auch die emotionalste ist die von meinem Papa, die Erinnerung daran, dass er früher immer in so einem, ja, so steht es hier auch drin, in einem kleinen Wäldchen ein ganz einfaches Birkenstämmchen gefällt oder gesucht hat, hat er dann so ein kleines Loch reingeschrabbelt, reingebohrt und hat einfach eine ganz schlichte rote Kerze da reingesteckt und einen Tannenzweig daneben gelegt. Und damit ist er in der Adventszeit jeden Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, hat er sich dazugesetzt und hat dann mir eine Geschichte vorgelesen. Und das ist ganz tief in meinem Herzen drin. Das ist die wichtigste, die emotionalste Geschichte. Und ja, ich verbinde heute auch noch damit dieses ganz Einfache, dass es eine Naturverbundenheit ist durch die Birke, dass man sich einfach was ganz Schlichtes nehmen kann, ohne Bling-Bling, ohne Glitzer. Und ja, die Verbindung damit, dass Papa wirklich jeden Abend in der Adventszeit sich auf die Bettkante gesetzt hat und mir vorgelesen hat. Dazu kam, dass er auch noch fürchterlich gestottert hat, aber beim Vorlesen war das fast weg. Und das, ja, ich bin auch immer vorher eingeschlafen vorm Ende. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann das Ende mitbekommen habe, aber das ist so die emotionalste Geschichte vom Ganzen. Ja, du schreibst da ja auch, dass er dann auch noch, er hat sich dann immer das Gähnen unterdrückt und jetzt aus der heutigen Sicht erscheint es dann ja noch rührender, wenn das dann da steht, dass er sich jeden Abend von seiner Arbeit wegbewegt hat und dir eine Geschichte vorgelesen hat. Und das ist doch schon sehr lesenswert. Also mir ist die ganze gefühlvolle Schreiben, was du da in dem Booklet hast, das reizt einfach von vorne bis hinten durchzulesen. Einfach ganz toll. Ja, schön, danke. Und ich habe es einfach so aufgeschrieben, wie es war. Und ich weiß es heute natürlich auch noch mehr zu schätzen, wie das ist, wenn man sich abends nach einem anstrengenden Tag nochmal eben zu den Kindern setzt und sich die Zeit einfach nimmt, wie es in der Weihnachtszeit ja sein sollte. Ja, genau, jetzt bist du ja schon wieder bei heute. Was ist dir denn so das Wichtigste oder das Schönste, das Rührendste, was du aus der heutigen Zeit hast? Das hast du auch aufgeschrieben. Ja, also ich muss ein bisschen blättern, weil es sind wirklich viele Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Und in der heutigen Zeit war zum Beispiel einmal, dass meine kleine Nichte mit meinem Schwager zu Besuch kam und da stand. Und dann ist nach dem Besuch rausgekommen, dass sie doch da war, weil wir den hässlichsten Tannenbaum der Welt bei uns in Lohne stehen hatten. Und ja, mein Schwager wollte mal eben kurz kommen und sagen, guck, das ist der hässlichste. Das hat sie natürlich nicht gesagt oder das hat er nicht gesagt. Und sie sagte dann, wir können jetzt gehen, weil ich habe den hässlichsten Tannenbaum der Welt gesehen. Aber was heute so was von mir noch drin ist, das ist, ich muss jetzt ein bisschen blättern. Es sind tatsächlich, das ist doch eine ganze Menge. Was zu unserer Geschichte, was zu unserer Familie heute dazugehört, das sind zum Beispiel drei klassische Filme. Das ist Chuzzlewit. Kennst du Chuzzlewit? Nein. Chuzzlewit ist der, Entschuldigung, fette Kater aus der Barbie eine Weihnachtsgeschichte, der Film. Und er ist fürchterlich mürrisch, er ist total verfressen und er sieht urkomisch aus. Der gehört dazu, weil ich habe zwei Töchter und von daher müssen wir den natürlich gucken. Und die Griswolds. Die Griswolds ist die Familie, eine amerikanische Familie. Die schöne Bescherung, so heißt der Film auch, eine wunderbare, perfekte Weihnachtszeit feiern will und es läuft alles schief, wie das hoffentlich oder wahrscheinlich in allen Familien so ist. Und da gibt es in diesem Film eine Szene, wo das Haus beleuchtet ist, da wird Eggnog getrunken. Das ist ein amerikanischer Eierpunsch und der wird aus solchen Gläsern getrunken. Das ist dann ein Elch und oder ein Rentier und an diesem Rentiergeweih hält man das Glas fest und man trinkt dann diesen Eggnog und das ganze Gesicht sitzt da irgendwo drin und das gehört auch dazu. Das ist Tradition für uns heute, dass wir diesen Film gucken und ich habe dieses Servi natürlich zu Hause. Ich habe vier von diesen wunderbaren Elchtassen. Und das Rezept dazu ist natürlich
eins von den vielen Dingen, was hier dann auch drin ist. Ah ja. Ja, Heike, jetzt hast du schon eine ganze Menge von deinen Geschichten, die du in deinem Booklet veröffentlicht hast, gesprochen. Hast uns vieles erzählt aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart. Gehen wir doch nochmal auf die CDs ein. Was hast du für Lieder ausgewählt? Ich habe Lieder ausgesucht, die mir selber sehr gut gefallen. Also Lieder, die ich selber gerne höre, die ich selber gerne singe. Es sind Lieder, mit denen ich mich identifizieren kann und die ich selber gerne höre. Das sind dann von den Englischen sind es dann Winter Wonderland, White Christmas, Chestnuts Roasting on an Open Fire, schöne langsame Lieder. Mhm. Und ja, und von den Deutschen sind es natürlich dann die klassischen. O du Fröhliche, Süßer die Glocken, die klingen, Stille Nacht, das, was einfach sein muss. Genau, so die richtigen Weihnachtslieder. Zur Weihnachtszeit, ne? Genau. Die man so aus der Kindheit kennt. Ne? Ja. Ja, Heike, dann würde ich doch mal sagen, im Stile des Art Clubs und wir als Live-Musiker, wir bringen jetzt noch einmal zum Besten. Ja, sehr gerne. Ja, Heike, jetzt haben wir eine ganze Menge gesprochen über dein Leben, über deine Vergangenheiten in der Weihnachtsgeschichte von heute, von gestern. Wir haben von deiner CD gesprochen, welche Lieder drauf sind. Und die sollten wir jetzt den Zuhörern und Zuschauern nochmal reiflich ans Herz legen, damit die sich diese CD besorgen. Es ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für viele Freunde, für Verwandte. Und ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach mal Tschüss. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.